Ich stehe jetzt hier vor dem Ticketschalter und lasse jetzt mal die Leute zu Wort kommen, die noch kein Ticket haben. Haben Sie denn irgendein Erlebnis, was Sie mit der Berlinale verbinden? Ehrlich gesagt ganz viel, weil ich bei der Berlinale gearbeitet habe. Doch, als ich zum ersten Mal auf dem roten Teppich war, das kann ich vielleicht erzählen. Ah, okay. Weil da habe ich mich nämlich dann gar nicht getraut. Haben Sie da einen Star getroffen? Ja, ganz genau. Und ich bin da nämlich drauf und das war zum ersten Mal hier im Berlinale-Palast. Und da habe ich mich dann so allen Mut zusammengenommen und bin da hin. Und dann kam ein Auto und Sean Connery stand auch da raus und hat mir total die Show geklaut. Und dann war ich so eingeschüchtert, dass ich wieder zurückgegangen bin und den Seiteneingang genommen habe. Ich vorne. Irgendwie an einem Montagmorgen um 9 Uhr morgens ins Kino zu gehen und irgendeinen japanischen Independent-Film zu sehen, von dem ich noch nie was gehört hatte. Das war das Einzige, wo ich noch Karten gekriegt habe. Ich finde es immer toll. Also ich hatte irgendwie schon von Freunden erzählt bekommen, dass es immer den einen Film gibt, wo man dann doch nicht reinkommt. Es gibt irgendwas passiert und man kommt nicht rein. Und das ist tatsächlich in den 5 oder 6 Malen, wo ich da war, gab es immer diesen einen Film, der super toll sein sollte und wo ich unbedingt rein wollte. Und aus welchen Gründen auch immer. Mal bin ich in der Bahn hängen geblieben, mal war der Saal irgendwie nicht begehbar. Also alles Mögliche passiert. Und es gibt immer den einen Film, wo man dann nach Hause kommt und sagt, ach Mist, den habe ich jetzt verpasst. Haben Sie denn Geheimtipp, welcher Film es wohl dieses Jahr sein wird, der super toll wird, aber das wahrscheinlich wieder draußen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich keinen Film verpassen würde, dann wäre ich fast enttäuscht. Aber nee, das ergibt sich halt eigentlich meistens immer über die Tage, wenn man dann Leute trifft und mit denen sich unterhält. Oder halt die Presse halt was Tolles raus, einen tollen Film findet. Und das ergibt sich dann meistens so. Also das kann man vorher meistens nicht sagen.